Hallo und guten Tag zu Ratzfatz. Ja, wir haben die schöne Aufgabe, heute mit Ihnen zusammen Impro-Theater zu machen. Wir begrüßen Sie hier aus der Schnabulenz. Das ist ein kleines, feines Theater hier in Münster. Normalerweise sind wir hier in Präsenz und spielen hinter dem Vorhang. Jetzt spielen wir für Sie online vor dem Vorhang. Ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wir spielen natürlich online. Wir haben nämlich hier, genau, jetzt habe ich es wieder. Wir haben die schöne Aufgabe, Sie zu sagen, auf Ihrer Tagung theatral vor Mittagessen zu begleiten. Und wir werden dies tun in kleinen Szenen, in kleinen Momenten. Es ist ein kleines Zwischenfazit, ein etwas anderer Blick auf Ihre Tagungsinhalte. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Wir haben einen Musiker, das ist Jakob Reinhardt. Er zeigt sich kurz. Wir haben natürlich auch zwei Mitspieler, das sind Franzi Reinhardt. Hallo, und schönen guten Morgen. Uli Bunk. Moin. Ja, wir stehen hier vor Ihnen. Wir sind froher Dinge, wir lächeln. Wir wissen, dass wir spielen. Sie können sich darauf einstellen, wir werden uns jetzt nicht mehr wegklicken. Wir wissen allerdings nicht, was wir spielen. Keine Ahnung, denn wir spielen nach Ihren Vorgaben, nach Ihren Inspirationen. Dazu ist es gut, dass wir ein bisschen vertraut miteinander sind. Wir können kommunizieren über den Chat. Ich mache den Chat mal auf, machen Sie Ihren Chat auch mal auf und schreiben Sie doch einfach, wir haben uns vorgestellt, Franzi, Uli, Christoph und Jakob. Wer sind Sie eigentlich? Wer ist eigentlich alles da? Gucken wir ein paar Rückmeldungen. Sandra ist da. Wer ist denn noch da? Lena, Anke, Jule, Frauke, Maria, Holger. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Jasmin. Wir haben ja mitgekriegt, das ist ja eine bundesweite Tagung. Aus welchem Ort sind Sie? Aus welcher Stadt? Aus welchem Dorf? Wer glaubt eigentlich, ist aus einem Gießen, Vechta, Hagen, Schwerin, Meppen, Rügen? Oh Gott. Okay, vielen Dank. Da haben wir schon eine Menge. Schöne Grüße nach Freiburg. Freiburg, Oldenburg. Gut. Ist jemand aus Hamburg? Ist jemand aus Hamburg da? Nö, Hamburg ist keiner da. Darmstadt, ja. Doch, da ist Sandra Bergling ist aus Hamburg da. Die kenne ich nicht. Die kennt man nicht. Okay, Uli kommt nämlich auch aus Hamburg. Wir haben noch eine ein bisschen persönliche Frage. Sie werden wissen, Sie müssen mit ein paar persönlichen Fragen bei uns noch leben. Wenn Sie jetzt mal nach rechts gucken, von Ihrem Rechner nach rechts gucken, was sehen Sie da? Aus Friesland sieht jemand. Nein, das stimmt nicht. Was sehen Sie? Blauen Samt, meinen Hund, Fensterpulken, Garten, mein Mann, Bücherregal, meine Nähmaschine, Schrankcoach, Trittbrett, eine orange Wand, Gardinen und eine Couch. Okay, vielen Dank. Puh, das war eine Menge. Ja, wir haben heute Morgen im Vortrag natürlich gelauscht, wir haben mitgeschrieben, wir haben uns Gedanken gemacht. Und trotz alledem ist es so, wir haben natürlich noch ein paar Fragen. Und zwar so ein zentraler Begriff. Es gab ja eigentlich zwei Begriffe, die sich so die ganze Zeit durch den Vortrag, durch den Vormittag getragen hat. Das war einmal der Begriff der Ungleichheit und das war der Begriff der Verstetigung. Bei der Ungleichheit war so ein Thema, das fand ich sehr eindrucksvoll, dass es wichtig ist, höllerig zu bleiben, zu sein für soziale Ungerechtigkeit. Was hilft Ihnen eigentlich dabei, damit Sie höllerig bleiben können? Was brauchen Sie, damit Sie hellhörig bleiben können zum Thema soziale Ungerechtigkeit, damit Sie das mitkriegen? Ein paar Ideen aus dem Schaukelstuhl. Ohren und Augen, wir schreiben mal mit. Kontakt. Was? Kommt jetzt Hörgeräte? Nee, Empathie. Empathie. Ohren und Augen, Inspiration, Erdung. Erdung. Meine Kollegen schreiben mal ein bisschen mit. Empathie, Einfühlsamkeit, Wertschätzung. Das finde ich schön. Überraschungsmomente. Überraschungsmomente sind wichtig. Man muss aus den Routinen raus. Ich verstehe das, um hellhörig zu bleiben. Okay, Austauschgespräche und Wissen. Wissen war ja heute eine Menge da. Kreativität. Okay, ich glaube, wir haben erstmal eine Menge erfahren. Eine Frage, oder wir haben noch ein paar mehr Fragen. Und zwar ein anderer Satz, der uns so kleben geblieben ist, ist, in allen Teams wären Armut vage und diffus bestimmt. Wie begegnet Ihnen Armut in Ihrem beruflichen Alltag? Woran erkennen Sie, dass das irgendwas nicht stimmt? Ist ja auch, man muss aufpassen, dass es nicht stimmt, dass irgendjemand in schwierigen Verhältnissen lebt. Woran erkennen Sie das? Dass irgendein Kind, irgendeine Familie in schwierigen Verhältnissen lebt. Was sind so die ersten Hinweise? Da ist was komisch. Löcherige Schuhe, Schimmelbrot, ja. Hunger.
Kleidung, Gesichtsausdruck, Scheu, Geruch, kein Frühstück, traurige Momente, das glaube ich, Scham, ja, glaube ich auch bei vielen Familien, dass da Scham da ist, Angst, Zurückhaltung, kein ausgewogenes Essen. Ja, das wollen wir alle, ausgewogenes Essen, da geht es dann einfach nicht. Ja, fehlende soziale Anbindung. Vielleicht noch mal eine persönliche Frage. Was erleben Sie eigentlich in Ihrem Leben als ungleich? Von was hätten Sie gerne mal ein bisschen mehr? Von was haben Sie zu wenig abgekriegt? Oh, da kommt ja... Geduld, zu wenig Geduld, okay. Anerkennung, Zeit, innere Zeit. Ruhe, Zeit. Zeit, viel Zeit ist zu wenig da. Gelassenheit, Zeit. Schlagfertigkeit, schöne Haare, das finde ich sehr schön. Jemand hat einfach zu wenig schöne Haare. Okay, Gehalt, das ist natürlich ein Thema, das zieht sich wahrscheinlich. Gehalt. Okay, der zweite Begriff, der heute Morgen eine Rolle spielt, gerade jetzt in den Praxisimpulsen, ist der Begriff der Verstetigung. Wenn wir ehrlich sind, ist es für uns ein relativ ungewöhnlicher Begriff. Wir kannten den gar nicht. Uli hat gefragt, Verstetigung, was ist aber das denn? Wir haben nachgeguckt. Ja, Uli hat auch bei Scrabble nachgeguckt und eins kann ich sagen, behalten Sie den Begriff, der ist bei Scrabble 19 Punkte wert. Okay, Verstetigung, ein wichtiger Begriff. Was soll denn in Ihrem Leben verstetigt werden? Was soll immer so bleiben? Auf was können Sie nicht verzichten? Akzeptanz für den Job. Kaffee, glaube ich auch. Gib mir auch so. Familie. Die Stellen. Trotzdem arbeiten sie alle gerne. Das ist toll. Humor und der Garten. Die Liebe. Könnt ihr auf jeden Fall die Liebe Garten mit reinnehmen. Und Liebe. Es ist ja oft so, wenn man so auf Tagungen ist, dann denkt man ja so nach der Tagung, ja, jetzt bin ich so inspiriert. Ich werde das jetzt umsetzen. Morgen wird ein anderer beruflicher Tag für mich. Was ist so ein praktischer Gedanke, eine praktische Idee? Sie hatten auch die Praxisimpulse, wo sie sagen, das mache ich morgen bei uns in der Kita oder regt das in der Kita an. Was wären Sie umsetzen von dem, was Sie gehört haben? Was waren Ideen, wo Sie sagen, ja, yeah, das können wir machen, das geht ab? Wir sind jetzt beim Praxisabgleich. Stadtsuche, das hat ein Lastenfahrrad, finde ich auch sehr schön. Mehr Angebote im Grün, digitale Vorschule, Bollerwagen, Schatzsuche gehen, Multiplikatoren-Schulung. Okay. Gut, vielleicht noch ein Blick ganz kurz nach Hause in Ihrem Haushalt. Welcher Gegenstand sollte Ihnen stetig zur Verfügung stehen? Puppennähen, übrigens auch noch interessant. Kaffeemaschine, mit Kaffee haben das. Kaffeemaschine, Kaffeetasse, Kaffeepulver können noch kommen. Kartoffelschäler, Wasser, PC, Handy, Schokolade ist auf jeden Fall auch Schokolade. Okay, vielen Dank für Ihre Inspiration. Jetzt machen wir eine Menge Vorschläge. Wir zeigen die mal. Wir sehen Ohren, Wissen, Kaffee, Schimmelbrot. Wir haben ganz viele Inspirationen und diese Inspirationen werden jetzt für uns Hintergrund sein für unser Spiel. Das heißt, wir werden viele kleine Szenen spielen, die hängen nicht zusammen, die kommen einfach aus dem Moment. Wir versuchen, das breit aufzustellen und gucken einfach mal, denn wir wissen ja auch nicht, was passiert, was wir mit Ihren Vorschlägen anfangen werden. Wichtig ist, und wir geben uns unseren Schlachtruf, ihr kommt zu mir, damit der Schlachtruf auch gut rüberkommt. Unser Schlachtruf, bevor wir anfangen, der heißt... 3, 2, 1, ratzfatz! Also ich habe Zeit, also wie mir muss das jetzt nicht alles so hoppla hopp. Ich habe Zeit. Also manchmal sowieso viel zu schnell. Ich habe Zeit. Entschuldigung, ich bin zu spät. Es tut mir total leid. Ich hatte in meinem Handy, und dann hatte ich noch die Erinnerung. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich bin zu spät. Ist alles schon passiert? Ist es schon vorbei? Habe ich was verpasst? Was kann ich tun? Was muss ich machen? Es ist vorbei. Es ist vorbei. Breakout. Wenn es mir nicht gut geht, dann esse ich Schokolade. Weiße Schokolade ist mir viel zu vage. Ich brauche die dunkle, die herbe, die Stärke hat.
Und wenn ich eine Tafel gegessen habe, dann kann ich zurück zur Gruppe. Denn da gibt's gleich Suppe. Weißt du, ich habe gesehen, dass Carlo, ja, der also ich habe das gesehen, der hat auch von Mattes, den hat er das Brot gegessen und echt schon wieder? Ja, ich denke, dass der zu Hause kein Frühstück kriegt, verstehst du? Mhm. Und ich meine, ich habe Carlo versucht, darauf anzusprechen, aber der Gott, das war mir eigentlich auch unangenehm. Also das, da vielleicht können wir daraus mal so eine spontane Supervision machen. Stell dir mal dieses Schimmelbrot vielleicht als dein Krafttier vor. Vielleicht kommen wir da irgendwie dann ran an das Thema. Aber Carlo hat Hunger. Ja, trotzdem, lass uns noch mal einen Moment bei diesem Krafttier bleiben. Ein Schimmelbrot, was ist das für dich für ein Tier? Was motiviert dich daran? Es muss uns doch irgendetwas daran motivieren. Komm her, da. Ja. Wir sind beide schon lange auf dieser Erde. Auf jeden Fall. Wir haben schon viele Schlachten geschlagen. Wir haben jede Schlacht geschlagen. Wir haben den Kontakt zum Boden nie verloren. Wir haben die absolute Erdung. Wir haben einen neuen Job. Unser Job ist Kita-Mitarbeiter. Suchen. Auf geht's. Das klingt nach einem Lied. Die Fossilien. In meinem Garten ist es schön. In meinem Garten kann man viele Blumen sehen. In meinem Garten wachsen Fossilien. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie. Also ich habe auch gedacht, das war ein. Ja, mein das Gott, war, das ist doch. Das ist auch also ziemlich grau geworden. Alles, jetzt mein Gott, warum habe ich auch immer jetzt so wenig gute Haare abgekriegt? Also meine Haare sind irgendwie schlecht, finde ich manchmal. Das ist. Ja? Ich wollte nur sagen, dass. Sag's ruhig. Ich fand, du warst nicht sehr empathisch. Marcel hat die ganze Zeit rumgeschrien. Ja, mit Mahmut. Die haben die ganze Zeit rumgerührt. Die sehen den ganzen Tag nur nicht aber die Gruppe. Aber du weißt doch, wie schwer es Mahmut hat. Ja, deswegen braucht er nicht die ganze Zeit rumrennen. Aber deswegen kannst du doch ein bisschen empathisch sein und ein bisschen stiller sein oder ein bisschen... Kollegen, ich fahre Mahmut und den Dings nochmal mit dem Lastenrad eine Runde, dass sie eine frische Luft kriegen, ne? Ja, ist gut. Siehst du, sie ist empathisch. Sie ist empathisch. Ich bin immer der Blöde hier. Ja, du bist zu streng und... Weißt du, was mich heute Morgen schon die ganze Zeit genervt hat? Es gibt heute keinen Kaffee. Das klingt nach einem Lied. Ich arbeite gern Kindergarten. Die Kinder freuen sich, wenn sie auf mich warten. Doch meistens bin ich noch nicht ganz fit. Mir fehlt am Morgen der entscheidende Kick, das ist Kaffee. Das ist Kaffee. Das ist Kaffee. Schokolade dazu. Dankeschön. So. Okay, einen kleinen Einblick, ein kleiner Ohrwurm für Ihren Alltag. Denken Sie, Schokolade, Kaffee, der Rest kommt von selbst. Ja, wir haben schon gesagt, wir haben aufmerksam zugehört. Wir haben
die Begrüßungsvorträge gehört, die Einladungsworte, wir haben den Hauptvortrag gehört, ja, tschakka, und wir haben auch bei den Praxisimpulsen reingeguckt und uns ist einiges aufgefallen. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich mitgeschrieben, wir haben auch mitgeschrieben, wir haben einfach Zettel in der Tasche, ja. Zettel mit Sätzen, wo wir dachten, okay, interessant, interessant, den brauchen wir. Und wir würden gern, vielleicht kennen Sie das, wenn man Sätze, bestimmte Ideen in andere Kontexte bringt, dann hypt das die Idee nochmal. Das heißt, wir wollen einfach Sätze, die wir heute Morgen gefunden haben, einfach in anderen Kontext bringen. Ja. Und zwar haben wir eine Frage an Sie, ein Hobby, wer hat ein interessantes Hobby, wo in dem er denkt, das hat jetzt nicht unbedingt jeder wie Joggen oder so. Wer von Ihnen hat ein interessantes Hobby? Wir tauschen schon mal die Zettel. Sie überlegen sich ein interessantes Hobby. Ein paar brauche ich auch noch. Ja, wunderbar. Ja, ja. Das heißt, wir kennen unsere Zettel auch nicht gegenseitig. Bouldern, Ballett, Yoga-Lehrerin, Reiten. Du darfst ja eins aussuchen, Franzi. Hühnerhalten. Das ist ja sehr modern. Das ist ein modernes. Wirklich, das Hühnerhalten finden wir klasse. Hühnerhalten finden wir super, haben wir noch nie gehabt. Also ich kenne auch eigentlich keinen, der Hühner hält. Du kennst jemanden? Ich kenne Rührei. Okay, Hühner, Rührei, na gut, das ist im weitesten Sinne, hat das was damit zu tun. Gut, wir nehmen das Hühnerhalten und wir zählen natürlich ein mit 3, 2, 1, ratzfatz. Komm raus. Super. Das Huhn ist neu, oder? Ja, das ist das Bentheimer Huhn. Gibt es jetzt auch Bentheimer Hühner, nicht nur Bentheimer Schweine? Nein, nicht nur Bentheimer Schweine, es gibt jetzt neuerdings auch Bentheimer Hühner. Ja, ich würde ihm gerne was sagen. Weißt du, was die Huhner gerne sagen würde? Ich würde ihm gerne sagen, das ist eine symbolische Ordnung. Ja, die Welt ist eine symbolische Ordnung. Ich habe mir das auch genau überlegt, wie ich jetzt diesen Hühnerstall aufbaue. Das ist du hast dir das genau überlegt. Übung, weil ich hatte im Kopf, dass man ja sagt, wer bringt dieses Wissen in die Politik? Ja. Also das wollte ich jetzt sagen, weil ich denke... Meinst du, das Huhn ist nicht ein bisschen überfordert mit diesen Gedanken? Das könnte sein. Die legen Eier, die picken den ganzen Tag. Na gut, aber diese Ordnung, die Hühner haben, dieses kontinuierliche, diese Verstetigung, das könnte allerdings auch der Politik gefallen. Und das sollte die Politik. Ich würde der Politik immer gern sagen, ich kann leider nicht bleiben. Achso, das ist schade. Ich hätte dich sonst noch auf dem Kaffee. Ich würde gern noch mal, aber später vielleicht. Sie wachsen ja noch, du behältst sie ja. Schnitt. Ich war gerade bei Franz. Ja, und? Franz hat Hühner. Weiß, ich habe jetzt auch eins. Du hast auch einen Huhn? Ja, das ist Sibylle. Und Sibylle wird beim... Nur weil Franz einen Huhn hat, brauchst du nicht unbedingt auch noch einen Huhn. Du hast mich nicht gefragt, ob ich auch Hühner will. Dann muss ich dich immer fragen. Ja, aber wenn du so ein Hobby hast, was wirklich ein besonderes Hobby ist, was auch in meinem Garten schon ist, dann solltest du mich fragen. Weißt du, was ich dir sagen möchte? Ich glaube, das dauert zu lange. Ach, das dauert überhaupt nicht lange. Übermorgen ist nämlich der Wettbewerb. Und weißt du, was ich dann sage? Das Ganze ist in einfacher Sprache nochmal viel schöner gewesen. Also wenn du mir das jetzt nochmal sagen könntest, sodass ich es auch verstehe. Wettbewerb? Du gehst zum Hühnerwettbewerb? Ja, es geht um das Federkleid, es geht um die Schnabel. Oh, ist schon gut. Ei. Ich hab gehört, dass du dich jetzt auf das... für den Hühnerwettbewerb im Dorf beworben hast. Aber pst, ich setze sie mal rein, sie schläft gerade. Die sind so schnell nervös. Du weißt schon, dass ich der Erste war. Weil ich habe immer gesagt, lassen Sie sich nicht von bornierten Kommunalpolitikern abhalten. Das hatte ich noch so im Kopf. Ja. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich lasse mich nicht richtig. Von bornierten... Wir lassen uns von niemandem abhalten, auch nicht von meinem Mann. Weißt du, was meine Oma nämlich dann immer zu mir gesagt hat in solchen Fällen? Wir rauben den Kindern die Jugend. Und das stimmt. Wenn wir den Kindern jetzt nicht ermöglichen, ein schönes Huhn zu sehen, mal anzufassen, so ein Ei mal auf dem Frühstückstisch zu riechen, zu schmecken, dann ist doch alles verloren. Schnitt! Und hast du gewonnen? Nein, du hast nicht gewonnen, ich weiß. Unser Huhn hat gewonnen. Also dabei, ich finde, du hast deinen Huhn auch intellektuell völlig überfordert mit diesem Gebrabbel. Es konnte nichts werden. Federkleid, Gebiss, alles super. Die Krallen. Ich habe jetzt auch ein neues Hobby. Ich finde Hühner halten super.
Wirklich? Weißt du was? Irgendwann muss man auch mal schlafen. Hör einfach auf, du hast verloren. Weißt du, ich denke manchmal, wir müssen Nähe geben und Distanz halten. Und das denke ich in der Tat. Vielleicht willst du jetzt wieder mit diesen endlosen Beziehungsdiskussionen anfangen, oder was? Nähe geben, Distanz halten. Na, ich merke, wir sind Nachbarn, mein Gott. Ja, aber ihr übernimmt doch alles. Pflanze ich Tomaten, pflanzt ihr Tomaten. Mache ich den Hühnerstall, macht ihr den Hühnerstall. Der Unterschied ist, wir machen einen besseren Hühnerstall mit besseren Hühnern. Leute. Aber es ist doch meine Selbstoptimierung. Ich wollte auch noch mal kurz, ich war noch nicht ganz fertig. Weißt du was? Also Sibylle nicht, die hatte, konnte ihr Ei gar nicht legen. Sibylle konnte ihr Ei nicht legen? Nein. Sibylle konnte ihr Ei nicht legen? Nein, und deswegen habe ich auch nicht... Das kann nur politisch motiviert sein! Bestimmt. Das denke ich auch. Es zieht eine digitale Müdigkeit ein. Wir müssen was tun. Haltet mehr Hühner. Projektitis ist nicht zielführend. Nein, wir müssen jetzt zusammenhalten. Ein großes Projekt. Wisst ihr, was wir machen müssen? Selber Eier legen. Wir sprechen genau die Hürden an, die sich derzeit ergeben. Für das Huhn! Für das Huhn! Ja, vielen Dank. Das war im traumhafter Hühnerstall. Schön, dass ich Hühner... Ich glaube, ich habe auch ein neues Hobby. Ich werde auch Hühner halten. Ja. So, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben Viertel nach. Vielleicht noch eine kurze Sache, einen kleinen Quickie. Haben Sie noch Zeit? Ja, wir haben nämlich auch den schönen Satz gehört. Ich habe ihn aufgeschrieben. Man kann sich das nicht alles merken. Ungleichheit kann nicht in Institutionen gelöst werden. Da ist eine Menge dran. Sie können nicht allein die ganze Ungleichheit in Ihrer Kita lösen. Das geht einfach nicht in Ihrer Arbeit lösen. Wen müssten Sie aktivieren? Wem würden Sie gerne mal einen Brief schreiben? Wem würden Sie mal gerne auf diese Ungleichheit hinweisen? Welche Person kann nur angesprochen werden? Welche Person möchten Sie gerne ansprechen? Wem wollen Sie einen Brief schreiben? Merkel, 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 nur Merkel, Familienminister, Familienbürgermeister, den Papst, natürlich den Papst, der Papst kann eine Menge machen. Was würden Sie dem Papst gern sagen? Diese Botschaft, welche Botschaft hätten Sie an den Papst? Ja, Tonne auch, Herr Scholz. Aber wir haben jetzt den Papst. Welche Botschaft haben Sie an den Papst? Ich glaube, Sie haben überhaupt keine Botschaften an den Papst. Doch, Frauen an die Macht. Das ist Wertschätzung für Kita-Mitarbeiterinnen, glaube ich auch. Frauen an die Macht. Wir schreiben einen Brief für Sie an den Papst. Lieber Papst, wir wollen heute mit Ihnen kommunizieren. Wir wollen gerne verstetigen, dass wir Frauen auch mal auf die Barrikaden gehen wollen. Genau. Deshalb höre uns gut zu. Wir werden Ihnen jetzt Ihren sagen. Wir werden Ihnen jetzt sagen, dass wir alle sofort allen Kindern frei und zuversichtlich eine Schokolade schenken werden. Dankeschön! Ich weiß nicht. Das war nicht hochpolitisch. Wir haben an den Tasten Jakob Reinhardt. Wir haben Uli Bunk, wir haben Franzi Reinhardt. Mein Name ist Christoph Elling. Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Tagung. Machen Sie weiter so, verstetigen Sie das und bleiben Sie politisch. Alles Gute für Ihre tolle Arbeit. Dankeschön.